Aber Ladebalken, ne? Okay, hat auf jeden Fall den Style auch von den anderen Leveln. Also von den Katakomben so ein bisschen. Jawohl, wir trennen uns und versuchen den Zaubertrank zu finden, der mich wieder zum Menschen macht. Na gut. Findest du diesen Ort hier nicht ein bisschen unheimlich? Du bist doch wirklich ein Riesenfeigling, stimmt's? Du nimmst das Tor da links und ich nehme das Tor da rechts. Na gut. Oh, und Pacha, Vorsicht vor großen, gruseligen Ungeheuern. Die fressen gern große, dicke Bauern. Was hast du gesagt? Ich? Ich habe kein Wort gesagt. Einfach mal so aus Interesse. Kontrollpunkt. Oh. Ich habe mir das jetzt gar nicht gemerkt. Ich dachte, es wird offen bleiben. Ach, ist doch kacke. Uiuiui. Genau in dem Moment. Kontrollpunkt. Genau in dem Moment, als ich da drauf gekommen bin, habe ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. So. So, da bin ich wieder. Genau, wir wollten hier durch die Tür gehen, da war ja was. Lecker! Kontrollpunkt! Was ist das denn? Nimm das! Das ist wahrscheinlich einfach nur Verschönerung. Okay. Eins Falle. Ich dachte, da wäre jetzt noch einer. Aber der hat einfach nur noch mal Geräusche gemacht, als er tot war. Aus dem Weg! Schrei mal rum, ey. So. Gehen wir erstmal hier lang. Oder? Ich weiß es nicht. Was ist das denn hier drüben? Das sah so nach Rutsche aus. Warum läuft da eine Kuh? Okay, das ist eine Treppe. Da gehen wir erstmal hier runter. Ah, okay. Hier ist der Cusco-Kopf. Den haben wir aber natürlich noch nicht. Nix Attacke. So, man könnte ja mal gucken, ob... Alter, was ist denn los mit den Leuten hier? Ich mag ja Kühe, aber die Kuh da oben mag ich nicht. Na gut, dann gehen wir hier weiter, weil da unten geht's nicht weiter.
Oh, es ist mein Bambi! Sehr verwirrend. Ich glaube, ich hätte doch erst den anderen Weg gehen müssen. Was ist das hier überhaupt? Boom, Baby! Okay, ich muss anscheinend den anderen Weg nochmal gehen. Moment mal, verlieren die an Schwung? Das wäre ja der Mega-Burner. Oh. Okay, ich muss wieder zurück. Das ist die Melone. Melone. Kontrollpunkt. Das ist schön. Hat sich auch nicht verändert. Hui. Gut. That means we have to go this way. Das war eine Wespe oder sowas. Was bist du denn? Ist das ein Dino? Okay, das ist dicht. Anscheinend, ich schätze mal, wir müssen hier irgendwie im Kreis laufen. Das war ja schwer. Das ist irgendwie ein ganz komischer Levelaufbau hier. Nee, da gehe ich noch nicht drauf. Ich will mal wieder für Frosch-Action. Der Frosch hat mir echt Spaß gemacht. Wo ist dann Fisch? Ein Schwein. Ein Schwein. Wo ist denn Schwein? Ja gut, dann rennen wir mal, ne? Moment, die Frage ist jetzt natürlich, sind die anderen Dinger auch aufgegangen? Nee. Okay. Hätte sein können. Dann gehen wir halt nur hier hinten rein. Ist auch okay, ist auch okay. Oh, ein Cusco-Kopf. Booyah! Das ist da unten, da sind wir angekommen und da sieht man auch unser Gefährt, mit dem wir gefahren sind. Das ist ein schönes Detail. Und da geht's in die Wand rein. Na gut. Geheimnis. Warum ist das ein Geheimnis? Ja, will ich auch raten, dass das wehgetan hat. Oh, das ist aber eine knappe Kiste. Ja gut. Was bekommen wir denn jetzt hin? Auf jeden Fall so drei Münzen. Das war's. Ja, und jetzt? Also wir haben ja den Cusco-Kopf. Ach, ich bin so doof. Schön ist, wir haben ja jetzt eine Abkürzung. Ich muss den ganzen Weg nicht zurücklaufen, sondern ich kann jetzt einfach hier unten runterspringen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich
schnapp mir erst einmal den Checkpoint. So. Und ich will jetzt wissen, ob man da reinspringen kann. Ne, ich glaube nicht. Kontrollpunkt. Ja, ist okay. So. Melönchen brauchen wir nicht. Kontrollpunkt. Dann müssen wir wieder aufladen. So. Ist die Kuh jetzt da oben weg? Nee, die läuft ja immer noch rum. Muh. Das gefällt mir nicht. Das Level geht bestimmt noch weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon zu Ende ist. Ich muss mal gerade das Mikrofon ein bisschen tiefer machen. So. Hey, Cusco! Was machst du denn da unten? Ich laufe hier schon ewig rum. Ich glaube, ich habe was gefunden. Stirb, Cusco! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Verflixt! Falscher Zaubertrank! Falscher Zaubertrank! Mach die Falltüren auf! Falscher Zaubertrank! Ist unser Kollege gerade da runtergefallen? Was sehe ich denn da oben? Ja, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Oh! Was steht heute zur Auswahl? Also ich kann ja auf jeden Fall nicht angreifen, deswegen... Attacke! Gehe ich einfach mal den Weg nach oben, ne? Würde ich vorschlagen. Halt doch die Fresse! Zwei Cusco-Köpfe, okay. Da oben ist schon mal einer. Hast du Schmerzen? Das ist der zweite, okay. Buja! Ja, können wir hier runterfallen, ne? Ja. Oh, da. Aua! Das finde ich aber nicht nett. Gönnt mich mal, ich verpiss mich jetzt. So. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oder war das das Ende? Dein Ernst? Das war sehr schlecht. Muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. 57 von 100. Eieiei. Ja, ich möchte speichern. Ja, unser Kollege ist anscheinend weg, ne? Isma's Labor, Kapitel 2.